Wir wollen es wissen. Paul Wilms. Joggen oder pumpen gehen? Naja, also Montag pumpen, Dienstag joggen, Mittwoch wieder pumpen oder so weiter. Klar, ja. Zweitens, sing uns deinen Song an, mit dem du gegen die Corona-Krise angehst. Boah, ist das asozial. Nächste Frage, bitte. Frau oder Mann? Das steht hier. Frau. Dorf oder Stadt? Die Abwechslung. Deswegen finde ich Potsdam ja auch so gut. Fisch oder Vogel? Vogel, weil fliegen. Wie viele Liegestützen schaffst du? Alle. Wilms oder Sies? Das ist die falsche Antwort. Richtig wäre sie. Sheriff oder Cop? Sheriff. Deine Botschaft an unser Publikum in einem Dialekt deiner Wahl. In meinem... Also, liebe Leute, sind schwere Zeiten, aber wir schaffen das zusammen. Ganz nach dem Credo von unserer Bundeskanzlerin, wir schaffen das, wir schaffen das. Selber kochen oder essen gehen? Selber kochen. Kabale und Liebe oder Nationalstraße? Nationalstraße. Zusammen wohnen oder lieber alleine? Oh. Gerade zusammen wohnen. Text lernen in der Badewanne oder im Café? Habe ich bisher nur im Café gemacht, aber in der Badewanne ist das auch nicht verkehrt. Meer oder See? Meer. Stockdunkel oder taghell? Stockdunkel. Zuverlässig oder unbeständig? Ja, schon eher so unbeständig. Bügeln oder zerknittert tragen? Zerknittert. Sprachnachrichten hui oder pfui? Pfui. Mache ich aber trotzdem. Ja, ich auch. Wasser mit oder ohne Kohlensäure? Ohne. Rucksack oder Koffer? Das kommt auf den Anlass an. Also, Koffer. Schoko- oder Vanillepudding? Auch wenn ich natürlich, jetzt bin ich sehr langsam, ich weiß, aber auch wenn ich jetzt in den Bergen natürlich nicht mitten im Koffer wandeln gehe. Was war die nächste Frage? Schoko- oder Vanillepudding? Vanille. Sport oder Faulenzen? Sport. Brünett oder blond? Beides. Habe ich nicht, weiß ich nicht, keine Ahnung, nee, weiß ich nicht. Klopapier knüllen oder falten? Falten. Klar, was denn sonst? Und jetzt mach dein Gesicht, wenn du wieder spielen darfst.